Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lord of the Rings Volume 1. So, wir haben ein Kind vor einer Spinne gerettet und jetzt, ja, wir waren ja über einen Abgrund gesprungen. Ja, das ist bei mir schon 3 Tage her alles. Und haben diesen Geist getroffen oder was auch immer es ist. Wir müssen zuerst mal schauen, ob das Ding da friedlich ist oder ob es uns gleich eine reinhaut. Wir tasten uns mal ran. Also es sieht nach Sarg aus. Hier oben gibt es noch irgendwas Rotes. Ah, ein Schrank, okay. Hallöle. Wir kommen in guten Absichten. Ich weiß nicht, was wir von dir wollen, aber wir möchten mit dir reden. Ist das okay für dich? Also bisher gab es mal keinen ins Gesicht. Wir versuchen mal, ob wir sprechen können. Reden. Oh, ein Geisterkönig. Okay, dann, hallo? Nee, reden können wir nicht wirklich. Ah, jetzt passiert was. Gemeißelt in Stein stützt ein mächtiger, gewandeter König das Dach mit der einen Hand, während er in der anderen Hand ein Schwert schwingt. Um eine sternförmige Vertiefung herum sind Elfenbuchstaben angeordnet. Sternförmige Vertiefung war doch auch hier die Tür. Da hatten wir doch unseren sternförmigen Schlüssel benutzt. Ist das jetzt eine Statue? Weil der schwingt sein Schwert? Naja, egal. Dieser stehende König trägt einen glänzenden Rubin auf seiner Brust. Okay. Oh, wir hätten was mitnehmen können. Ich war jetzt darauf fokussiert, den Schlüssel zu benutzen. Uh-oh. Hoffentlich habe ich nichts kaputt gemacht. Aber wir versuchen zuerst mal verwenden und dann den Schlüssel. Nein, keine Pilze, nicht die Axt, sondern den Sternschlüssel, weil da war ja eine Vertiefung. Die Statue nimmt eine geisterhafte Form an. Begleitet von dem widerhallenden Echo seines Geflüsters spricht das Gespenst in feierlichem Ton. Der Schatten naht sich und Eide müssen gebrochen werden. Ich werde an besagtem Ort warten. Willst du mein Vernehmnis dem König überbringen? Welchem König? Wir sagen ja, oder? Ich weiß auch nicht, was ich jetzt weggeklickt habe. Und wie das mit dem Rubin wahrscheinlich. Na, schauen wir mal, ob wir da noch rankommen. Also wir sagen jetzt mal ja, wir werden sein Vermächtnis dem König überbringen. Ja, machen wir. Der Geist nimmt den Edelstein von seiner Brust und überreicht ihn dir, bevor er auf die reichen Schätze zu seinen Füßen weist. Nimm, was du brauchst. Wir werden uns wieder begegnen an einem nicht gesuchten Ort zu einer unbekannten Zeit. Spricht und erstarrt wieder zu Stein. Aber wieso haben wir jetzt den Schlüssel benutzt? Bei den Rubinen hätten wir doch, glaube ich, vorher schon haben können. Ich glaube, ich habe es jetzt einfach wieder komplizierter gemacht, als es hätte sein müssen. Oh, und ich glaube, unser Anführer ist überladen. Oh. Ich hoffe, dass ich es nicht ganz kaputt gemacht habe. Dann müssen wir zuerst mal Dinge, ja, verkaufen. Ist ja auch das Handeln untereinander. Wir müssen uns erstmal vom König wieder weg, damit ich mit unseren Gefährten handeln kann. Ja, ich hoffe, ich habe es nicht kaputt gemacht. So, nochmal verkaufen. Und dann geben wir mal Sam. Ja, den Ring eher nicht. Wir machen mal Sam zum Träger von Essen. So, die Quest-Items möchte ich gerne bei Frodo belassen. Aber ja, jetzt haben wir zumindest wieder Platz. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch an den Rubin rankommen.
Hallo, Herr König. Wir hätten gerne einen Rubin. Ja, jetzt kommt es wieder. Gut, dann nehmen wir jetzt den Geisterrubin. Sehr schön. Dann schauen wir mal noch, was das da ist, weil er hat ja auch schon von Schätzen gesprochen. Also nehmen. Nein, Spiel sagt nein. Na gut, dann gehen wir mal zu dem anderen Kasten da. Oder können wir auch hier mit dem Grab was machen? Nein. Spiel sagt nein. Mir fehlt hier so die Ansehenfunktion. Das fehlt mir so ein bisschen. Aber das wäre wahrscheinlich noch mal mehr Text gewesen und man hat ja eh schon Text ins Handbuch ausgelagert. Von daher nehmen wir das jetzt einfach mal hin. Okay, wir haben einen Rubin gefunden, von dem wir noch nicht wissen, was wir damit sollen. Und wir haben ein Vermächtnis von einem König angenommen, dass wir das einem anderen König überbringen. Und das war alles ein bisschen kryptisch. Ich habe auch keine Ahnung, wo das jetzt in der Geschichte hinführt. Wobei im Handbuch auch steht, dass man auch neue Elemente eingeführt nicht runterfallen. Und also neue Elemente in das Spiel eingeführt hat, jenseits von Tolkiens Vorlage, damit es auch für die Leute, die Geschichte kennen, noch spannend bleibt. Von daher kann auch ein Teil davon sein. So. Konzentration bitte. Wir werden jetzt konzentriert wieder über dieses Loch zurückspringen. So, mit dem mächtigen Satz überquerst du den klaffenden Abgrund und landest unversehrt auf der anderen Seite. Sehr schön. Ja, wir befinden uns am Abgrund. Ja, da sind wir gerade drüber gesprungen, Spiel. Danke für den Hinweis. So, wir kamen ursprünglich mal von hier unten. So, wir haben eins der beiden Kinder gefunden. Aber man hat uns auch gesagt, dass das eine Kind von Wölfen bedroht wird. Das Kind, das wir haben, wurde von einer Spinne bedroht. Und im Handbuch vom Spiel ist eher oben auf diesem Plateau diese Ostruinen eingezeichnet. Die Höhle sieht man zwar auch, aber der Name oder beziehungsweise die drei, was für die Ostruinen steht, ist mehr hier oben. Schauen wir mal. Das Weinen eines Kindes dringt durch den Wald an dein Ohr. Okay, dann sind wir auf der richtigen Fährte. Hier gibt es dann bestimmt auch Wölfe. Ah, das sind die Ruinen, okay. Die sieht man auch im Handbuch. Und wo ist jetzt das weinende Kind? Was? Was war das jetzt, Spiel? Ich habe. Es hat geladen und ich wollte weiterlaufen und. Keine Ahnung, was es jetzt gesagt hat. Ah, jetzt kommt's wieder. Ich halte still. Wie nochmal Glück? Hä? Ich habe es immer noch nicht verstanden. Ich habe diesmal nicht geklickt. Kommt's jetzt wieder? Das Weinen eines Kindes dringt. Ja, das wissen wir. Was auch immer. Ja, jetzt hängt es wieder. Oh, Kampf. Wolf. So, dann gehen wir mal an den Wolf ran und hoffen, dass der uns nicht allzu sehr das Hobbitfell runterzieht. Oh, 3 Schadenspunkte. Okay. Gib dein. Ach so, dich müssen wir zuerst mal rankutschieren. So, mein lieber Pippin. Ah, du kannst. Hä, er muss um das Kind rumlaufen. So. Oh je, Frodo. Dann hau mal zu. Wir haben immer noch nur die ollen Fackeln.
Ja, wir haben getroffen, aber keinen Schaden angerichtet. Das Kind lassen wir mal außen vor. Ich laufe mit dem einfach ein bisschen in der Gegend rum. So, jetzt der Wolf dran. Schon wieder zwei Schadenspunkte an Frodo. Das ist nicht gut. Kannst du schon zuschlagen? Ja, kann er. So, auch mit der Fackel, gib ihm. Keinen Schaden. Oh mein Gott. So, kannst du schon zuschlagen? Nein, kann er nicht. Da gehen wir noch ein Schrittchen. Geht's jetzt? Oh mein Gott. Macht mal bitte Schaden. Ja, getroffen, aber kein Schaden. Das ist arg wenig. So, Frodo, regel das mal. Wow, immerhin vier Schadenspunkte. Okay, so, das Kind lassen wir außen vor. Einfach mal ein bisschen in der Gegend rumsteuern. So, jetzt der Wolf dran. So. Wolf verfehlt, das ist sehr gut. So, dann schlag mal wieder zu. Verfehlt. So, Frodo, mach mal. Drei Schadenspunkte immerhin. Ja, Wolf sieht schon angekratzt aus und verfehlt. Sehr schön. Dann du auch nochmal schlagen. So, richtet keinen Schaden an. Okay, wird schon. Pippin. Vier Schaden, sehr schön. So, du nochmal. Gib dir noch einmal Mühe. Naja, das war nix. So, das Kind schicke ich wieder so ein bisschen in der Gegend rum. Ja, der Wolf ist fast tot. Oh, wieder einen Schadenspunkt an Frodo, das ist nicht gut. So, zack. Trifft aber keinen Schaden. Pippin. Keinen Schaden. Wir brauchen Waffen. Komm, Frodo, tu's. Ja, Wolf getötet, sehr schön. So. Siegesmusik. Wir haben es geschafft. So, bevor wir uns jetzt bewegen und da wir wissen, dass Wölfe Rudeltiere sind, möchte ich mit Frodo was essen. Und zwar hatten wir ja Sam das ganze leckere Essen zugeschoben. Dann mach du mal benutzen und dann verkaufen bzw. handeln mit Frodo und gib ihm mal. Was halt Miration oder Pilze? Moment, da muss ich kurz das Handbuch fragen. Da ist nämlich eine Liste mit allem, was essbar ist und wie viel es heilt und da man nur einmal am Tag essen kann, was eigentlich für Hobbits undenkbar ist, weil die, glaube ich, vier, fünfmal am Tag essen, sollte man da schon gucken. Ja, Ration macht zwei Leben und Pilze machen drei. So, also geben wir jetzt einen Pilz an Frodo. So, ich hoffe, dass die keine Drogenwirkung haben, aber da müssen wir jetzt durch. So, Frodo Beutlin, mit dem möchten wir jetzt was essen. So, Rüsten verwenden. So, und du hast Pilze. Ja, das hat schon mal was gebracht, okay. So, und ein zweites Mal dürfte das jetzt eigentlich nicht mehr funktionieren. Von daher gehen wir jetzt mal zu dem Kind. Taffy lächelt und wischt sich die Tränen weg. Danke, dass du Freddy gerettet hast, sagt sie und folgt dir nach Hause. Das war ja einfach. Dann machen wir uns hier mal vom Acker, bevor wir noch irgendwelche Wölfe finden. Ja, Spiel. Mach mir keine Angst. Hier wird nicht geruckelt. So. Dann müssen wir jetzt wieder nach Süden.
und gehen aber vorher so ein bisschen von den Ruinen weg, weil Wölfe sind Rudeltiere. Wieder ein Geheul gehört. Da es in dem Spiel halt auch keine Erfahrung gibt oder so, bin ich jetzt mal nicht darauf erpicht, unnötig noch Kämpfe zu riskieren. So, jetzt haben wir hier wieder die Bergkette. Dann, so, wir haben die Axt für Druin und wir haben die beiden Kinder. So, eins der Kinder musste, glaube ich, in diesen einen Shop da und der Junge soll, glaube ich, zu dem einen Bauern. Und die Axt muss in das Gasthaus neben dem Laden. So, das ist nochmal der Heiler. Dann weiß ich ungefähr, wo wir sind. Dann schauen wir mal kurz bei ihm vorbei, ob er auch Heilung anbietet. Vielleicht kann er gratis Frodo nochmal voll heilen. So, du bist im Haus des Heilers, das wissen wir. So, dann reden wir mal mit ihm. So, wir möchten mit ihm reden. Heiler. So, was kann ich für euch tun, junger Spund? Wir fragen mal nach Heilung. Oder heilen. Ich brauche das Heilkraut der alten Könige Attilas, die Pflanze mit den langen Blättern, die im Ostwald wächst. Der Ostwald ist, glaube ich, das, wo die Ruinen jetzt auch waren. Okay. Müssen wir uns dann noch drum kümmern. Aber zuerst bringen wir mal die Kinder nach Hause und geben mal noch die Axt bei Druin ab. Vielleicht bekommen wir da vielleicht mal irgendeine Waffe, die nicht umhin eine Fackel ist. Das wäre eine Riesenmaßnahme und wir hängen wieder in der Tür fest. So, Spiel, das mit den Türen, das ist echt, echt schwierig. Ich will hier raus. Spiel, lass mich raus. Das gibt's doch nicht. Wir haben einen Wolf getötet und passen jetzt nicht mehr durch die Tür. Das kann's doch jetzt wohl nicht sein. Es ist so, als wäre die Tür irgendwie eine Barriere. Wenn mal einer von uns ist draußen, wenn wir den jetzt zum Anführer machen, ist das Sam? Nein, es war nicht Sam. Dann ist es Pippin. Wir arbeiten mit allen Tricks. So, es wird auch wieder hell, bis wir durch die Tür kommen. So, sehr schön. Das hat das Problem teilweise gelöst. Kommen bitte mal alle durch die Tür, denn wir haben ja schon mal einen Sam verloren. An irgendeiner Tür oder so. So, wir rennen jetzt mal alle Pippin hinterher. Und ich schnappe mir mal kurz die Karte im Handbuch, damit ich anpeilen kann, wo wir jetzt überhaupt hin müssen. So, wir sind an dem Fluss. Dann müssen wir nach Westen, dann über die Brücke. Das Gleiche. So, mir graut es immer noch davor, wenn wir aus dem Auenland raus sind und dann keine Karte mehr haben. Das wird lustig. Wieso ist hier denn noch ein Fluss? Anni, da sind wir. Na, wir müssen nach oben und dann über den Fluss. Mist, verdammte Hacke. Ach Mann. So, dann ist hier aber eine Brücke gewesen. Lauft mal, Jungs und Mädel. Jetzt auch ein kleines Mädchen dabei. So, jetzt sind wir über diese Brücke und jetzt gehen wir weiter nach Westen bis zu der Straße. Und dann nach Süden. Ja gut, wenn nicht gerade ein Haus im Weg ist.
So, ein bisschen Süden, nochmal Westen. Ach so, das, ich dachte gerade noch ein Wolf. Nee, das ist ja der Hund von irgendjemandem, glaube ich, gewesen. Wo das Kind krank war. So. Da den Weg entlang und dann müsst bald die Brücke kommen. Voller Bewunderung schaust du, ja, die Kastanienbäume und die Vögel zwitschern, das wissen wir. So, es wird mal wieder dunkel. Wir brauchen Jahre, um wieder nach Hause zu kommen. Zumindest gefühlt. So, das ist die Mühle mit den Menschen. So, über die Brücke und dann gehen wir die nächsten mögliche links. Und ich glaube, wir haben den Truin im grünen Drachen getroffen. Der kommt dann zuerst und danach kommt dann der Laden. Und ich glaube, da muss eins der Kinder hin. Ja, das Mädchen müsste dahin. Das hatte ich mir sogar aufgeschrieben. So, hallo, Herr Hobbit. Das müsste jetzt die erste Taverne sein. Genau, dann kommt jetzt der Weg nach Süden und dann ist in den südwestlichen Waldgebieten des Auenlandes stößt man gelegentlich auf Elfen. Genau, das hatten wir auch schon mal, deswegen wollen wir da auch noch hin. Weil da steht nämlich Green Hill Country auf der Karte und das sind ja die grünen Hügel. So, die Taverne zum grünen Drachen. Weniger Gäste als üblich. Und hier war doch der Zwerg. Und dem Zwerg müssen wir irgendwie beibringen, dass sein Onkel wohl eher tot ist, aber wir haben seine Axt gefunden. Ja, das Spiel ruckelt gerade ein bisschen. Frag mich nicht, wieso. Könnt ihr euch mal bitte da hochbewegen? So, hallo, Herr Zwerg. Dann redet mal mit dem Zwerg. Beziehungsweise müssen wir ihm die Axt aktiv geben. Schauen wir mal. So, wir reden mal mit ihm. Hat jemand den pelzpfotigen, dreimal vermaledeiten Dieb gesehen? Schafft mir die Beutlins her. Wir fragen ihn mal nach der Axt. Aber ich glaube, wir müssen ihm die Axt einfach in die Hand drücken. Er weiß darüber nichts. Okay, dann machen wir das anders. Dann müssen wir vor allen Dingen zuerst mal wieder Frodo, der die Axt ja hat, zum Chef ernennen. So, Frodo Chef. Und dann machen wir Handeln mit Truin die Axt. Gebe Axt an Truin. Sind Sie sich sicher? Ja. Also blieb nur die Axt zurück. Ich fürchtete schon, mein Oheim habe ein böses Ende gefunden. Zum Dank will ich eurer Gemeinschaft beitreten. Das ist super. Das ist sehr super. Vor allen Dingen, er müsste dann jetzt auch mit seiner Axt kämpfen können. So, ja, er folgt uns wirklich. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir ihn auch aus dem Laden irgendwie rausbugsieren können. Aber zuerst schauen wir mal, ob er wirklich eine Axt hat. Vielleicht hat er auch eine Rüstung und alles schon an. So, wir sind auf Toin und möchten rüsten und verwenden. Ja gut, er hat zumindest Stoffbekleidung an. Das ist mehr, als man von unseren Hobbits behaupten kann. Die rennen scheinbar nackelig in der Gegend rum. Das heißt drum, stört scheinbar keinen. Aber zumindest Fell an den Füßen. Die sind bedeckt. Wir haben keine nackte Füße. Ja, wir wissen, dass das die Taverne zum grünen Drachen war. Wir bugsieren mal bitte alle Leute aus der Taverne. So, wir sind ganz viele Menschen geworden, beziehungsweise Hobbits und ein Zwerg.
und gehen jetzt mal in das nächste Haus und dort sollte eins der Kinder zu Hause sein. So, ist ein kleiner Laden, genau. Da haben wir auch schon eingekauft. Da sind unsere Waffen her, in Anführungszeichen. So, Fackeln. Taffy verlässt die Gruppe. Okay. Taffy ruft Vater und stürzt sich in Jolly Jolls Fußens Arme. Jolly wischt sich verstohlen eine Träne weg, als er seine Tochter umarmt und die Reiseproviant für deine lange Fahrt nach Bockland auf oder Bockland aufdrängt. Da sind wir doch dabei. Oh Gott. Und Frodo ist mal wieder überladen wahrscheinlich. Ja, die eine Ration kriegen wir nicht mehr unter. Moment, wenn wir jetzt den Anführer wechseln. Sam trägt ja unser Essen. Und dann nochmal nehmen machen. Ja, dann können wir die Ration noch einsammeln. Okay, dann machen wir aber jetzt nochmal Frodo zum Anführer und verteilen nochmal ein bisschen Nahrung. Wir haben jetzt auch noch einen Zwerg. Dem können wir auch noch Dinge in die Hand drücken. So, wir möchten. Ja gut, dann geben wir es Pippin. Den Zwerg haben wir jetzt nicht in Reichweite. Da sind wir ja doch geistig flexibel, ne? So, wir geben ihm mal die ein oder andere Ration. Ja, die Pilze soll er auch haben. Wobei wir müssen bei Gelegenheit nochmal mit Frodo essen. Also eine Ration soll er behalten. Und nochmal probieren, ob er jetzt schon wieder essen kann. So im Handbuch steht einmal am Tag. Ja, hat funktioniert. Sehr schön. So, wieder eine Quest erledigt. Sehr schön. Wir haben die Axt zurückgebracht. Wir haben ein Kind zurückgebracht. Wir sind ein Zwerg mehr geworden in der Gruppe. Und wir müssen jetzt in die Pause. Und in der Pause werde ich nochmal da den Bauernhof suchen, wo der Junge hin soll. Und dann werden wir wohl noch zu den Elfen gehen. Und wir behalten mal noch dieses Atelaskraut im Hinterkopf, dass wir das auch noch mal im Ostwald suchen könnten. Wir werden schauen. Also, bis gleich.